Hallo ihr Lieben, heute mal etwas anderes auf meinem Channel, den ich habe und kein Let's Play, sondern eine Art Tutorial für euch, damit ihr auch das Problem, was ich habe, gelöst bekommt, weil anscheinend hat es keiner gelöst und richtige Lösungsvorschläge hat es nicht gegeben. Die meisten sprechen von Treiber-Updates, richtige Treiberauswahl, System neu aufsetzen und all so ein Gedönse, das ist immer schön und leicht gesagt, aber im Endeffekt der komplett falsche Weg. Und zwar geht es um die Zusammenarbeit der Logitech C920, dem Nvidia Broadcast und dem Focusrite Control Panel gleichzeitig mit der Streamlabs OBS. Und sobald man alles gleich geschaltet hat, die Streamer wissen, was ich meine, hat man das Problem, dass man durchaus ein Knacken hört im eigenen Spielsound. Das ist natürlich sehr störend, will man nicht haben und will man loswerden. Die Problematik liegt nicht im Treiber, die Problematik liegt auch nicht in der Focusrite oder in OBS oder in der Nvidia Broadcast. Vielleicht schon in dem Sinne als Gesamtpaket. Dann ist es schon so, dass das Gesamtpaket zu Störungen führt. Das Problem sind die Latenzen, die ausgelöst werden, sobald die Logitech C920 ins Spiel kommt. Ich will jetzt nicht alles auf die Logitech schieben, ich kann das nicht beurteilen. Bei mir speziell ist es das Problem mit der Logitech. Ich habe aber in meiner Recherche das ganze Wochenende lang feststellen können, dass dieses Problem durchaus auch mit anderen Webcams entsteht. Grundsätzlich sagt man bei der C920, sie soll an einen USB 2.0 Port angeschlossen werden. Den unterstützt sie auch. Und man sagt auch aufgrund der Kompatibilität, sie funktioniert auch mit dem USB 3.0. Das ist aber in lange Rede, kurzer Sinn, völlig egal. Ja, schließt sie an, wo ihr wollt. Das Problem wird sowieso auftauchen. Zumindest war es bei mir so. Und es ist ganz einfach zu lösen. Nichts neu installieren. Alles ganz normal installieren. Aber ihr müsst dann, und das zeige ich euch jetzt mal, die Einstellung im OBS und in der Nvidia Broadcast anpassen. Ich switche jetzt von mir mal auf den anderen Bildschirm. So, hier seht ihr alle geöffneten Programme. Dazu haben wir an erster Stelle hier das Standard neue aktuelle Streamlabs OBS. Hier das Nvidia Broadcast, das ist von der Focusrite und das auch die Einstellung. Ich habe es mit einer Sample-Rate von 48 kHz. Es ist auch völlig egal, welche Kilohertz ihr einstellt. Hier sind auch die anderen. Stellt es auf 48 kHz, lasst es so und gut ist. Die Buffer Size. Man sagt, je kleiner die Buffer Size ist, desto besser sind die Latenzen. Pustekuchen, egal was ich eingestellt habe, hat auch nicht den nötigen Erfolg gebracht und das Knacken ist geblieben. Also standardmäßig synchronisiert sich das, alles ist bestens schließen. Im nächsten Schritt haben wir hier die Focus Control. Im Endeffekt stellt die sich komplett selber ein. Natürlich bei meinem Mikro muss ich den 48 Volt Verstärker einschalten. Bla, das ist eine Mikrofongeschichte. Alles auf Standard. Fertig. Im nächsten Schritt gehen wir auf die Broadcast. Hier habe ich unter Mikrofon einmal meine Focusrite. Dann bei den Lautsprechern habe ich auch die Focusrite, damit seht ihr, dass sowohl mein Lautsprecher, also sprich mein Headset, als auch mein Mikrofon an die Focusrite angeschlossen ist. Und im letzten Schritt, und da ist der entscheidende Knackpunkt, die Kamera. Kurz und bündig, stellt es runter auf 720p. Meistens habt ihr eh ein kleines Bild im Stream. Das ist völlig ausreichend. In dem Moment, wo ich auf 920 mal 1080p stelle, kommt das Knacken. Dann geht ihr in eure Streamlabs OBS-Einstellung. Da gehen wir mal so die wichtigen Sachen durch. Einmal unter Audio habe ich hier die 48 kHz Stereo. Hier kann ich auch entsprechend meine Lautsprecher auswählen. Das ist dann auch okay. Und soweit
ist dann auch alles gut. Im nächsten Schritt gehen wir aufs Video. Ich spiele halt mit 4K und übertrage das in 1080p. Das ist alles eigentlich unwichtig. Und in der Ausgabe habe ich das alles ganz standardmäßig so eingestellt. Und damit sind wir auch durch. Und damit habt ihr auch hier mit der Einstellung 720p auf dem Bildschirm das Knacken der 10920 Logitech Webcam beseitigt. Es ist wohl ja ein Problem der Gesamtheit aller Programme, die zueinander arbeiten sollen. Und eine andere Lösung hat es für mich nicht gegeben. Es gab noch Sachen wie ja, alle USB-Anschlüsse abstöpseln und schrittweise vorgehen. Ich habe das auch gemacht. Ich habe angefangen mit nur der Webcam, und das Knacken war trotzdem da, also hat es nicht funktioniert. Ich hoffe, das einfache Tutorial hat euch geholfen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir. Ansonsten wünsche ich euch viel Erfolg. Ich hoffe, dass das auch bei euch funktionieren wird. Grob meine Einstellung habt ihr ja gesehen, versucht es nachzumachen und solltet dann hoffentlich auch so wie ich endlich Ruhe haben. Tschüss. Ach ja, schaut mal auf meinem YouTube-Kanal, der Fail 2006, mal rein. Da habe ich viele Let's Plays drin. Die ersten sind von der Qualität vielleicht nicht so schlecht, nicht so gut, aber ich glaube, mittlerweile habe ich den Dreh raus, wie ich die Qualität bisher hinbekomme. Und denkt dran, Let's Plays sind Spiele, Spiele sind zum Entspannen da, kein Stress, und das ist die Devise meines Kanals. Wir hauen rein, aber wir haben Spaß dabei. Okay. Und ansonsten auf Twitch könnt ihr mich auch regelmäßig montags, mittwochs und freitags sehen. Auf Twitter gebe ich dann meistens bekannt, nee, nicht meistens, ich gebe dann auf Twitter bekannt, wann ich online gehe und ihr gerne euch zuschalten könnt.